Moin meine lieben Stachel, willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Es geht wieder um das Thema Seven vs. Wild. Eine neue Entscheidung steht an und zwar ist es diesmal Sabrina Outdoor. Und wie der Name natürlich schon vermuten lässt, hat die Dame wahrscheinlich ein bisschen Ahnung vom Thema Survival. Dementsprechend denke ich mal, dass sie dabei ist, aber es kann ja auch sein, dass sie Nein sagt. Man weiß es nicht. Wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Ich bin richtig aufgeregt, ne? Ich zeig's euch jetzt. Kandidat, Trommelwirbel, cool, Abenteuer mit dabei. Kaskar-Serie, dies, das hier, alles mögliche, Dschungel. Ich war sie jetzt noch nicht unterwegs, aber ja, Trommelwirbel. Okay. Also jetzt habe ich natürlich alle Informationen. Ja, auf jeden Fall schon mal cooles Intro. Da hat sie ja schon Ja gesagt. Ist es Ja, weil sie sich freut, eingeladen worden zu sein? Weil man hat ja im Hintergrund gehört, sie hat sich das Video angeguckt. Oder war das sogar schon ihre Antwort? Wir werden sehen. Und ich muss sagen, ich habe großen Respekt davor. Aber final möchte ich an Seven vs. Wild teilnehmen? Mhm. Oder traue ich mir es doch nicht so gut zu? Ja, ich glaube, ihr könnt es euch schon denken. Ja, na klar. Also, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, was ich mir hier gerade einbrocke. Das wirst du merken. Spätestens, wann war das? Ende August, Anfang September, irgendwo dann? Aber ja, Fritz, ja, ich möchte an Seven vs. Wild sehr, sehr gerne teilnehmen und bedanke mich jetzt schon mal für die Möglichkeit und ich... Da ist jemand sprachlos. Hat wahrscheinlich sich richtig gefreut, eingeladen, geil, Seven vs. Wild Staffel 2 und findet jetzt gar nicht die richtigen Worte. Ich gehe da mal kurz auf Toilette. Mir geht jetzt schon der Stift. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der mit Hitze ganz gut klarkommt. Also mir ist Wärme... Ich nicht. Also ich habe lieber Hitze als Kälte, weil ich friere mir sonst einen Arsch ab. Aber ich habe, also gerade diesen Sommer habe ich das gemerkt, ich habe echt Probleme mit Hitze. Also mir wird oft schummrig, schwindelig. Da muss ich mich dann abkühlen irgendwie. Lieber als Kälte. Ich war aber noch nie in so einer tropischen Umgebung. Ich gehe gerne in die Sauna. Thema Pflanzennahrung trinken. Wenn es in der Regenzeit ist, vermute ich, kann man Regenwasser sammeln und das trinken. Vielleicht auch irgendwie von den Blättern irgendwie. Grundsätzlich habe ich auch kein Problem damit, jetzt mal weniger zu essen. Was ich hoffentlich nicht machen muss, ist irgendwelche Insekten fressen. Also dann esse ich lieber gar nichts. Genau, ich habe aber auch noch nicht so lange wenig... Wer weiß. Sowas kann einen auch dazu bringen, mal Insekten zu essen, wenn man dann auf einmal Hunger hat. Das wäre zum Beispiel ein Problem, weil ich esse sehr gerne. 3 Mahlzeiten am Tag. Das wäre für mich schon... Jetzt nichts mehr essen? Ne, also trinken, natürlich muss man. Man verdurstet ja schneller, als dass man verhungert. Aber nicht essen? Ne? Insekten? Ne? Ich wollte sie immer mal probieren, gegrillt, aber die sind dann ja... Ja gut, man kann sie ja grillen. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, das zu probieren. Gegessen. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, und das haben wir ja auch in der ersten Staffel gesehen, dass das wahrscheinlich nicht ganz so das große Problem sein wird. Das Thema Tiere. Grundsätzlich bin ich relativ entspannt, solange die Tiere fern von mir bleiben. Wovor ich wirklich Respekt habe, ist, wenn ich dann mal irgendwo in einem Dschungel rumlaufe und nicht weiß, ist da jetzt vielleicht gerade neben mir irgendwie eine Spinne, die giftig ist?
Ich kann das einfach überhaupt nicht einschätzen. Grundsätzlich habe ich aber keine Angst vor solchen Tieren. Sofern diese Tiere halt in gewissen Abstand sind und mich nicht angreifen. Ich war noch nie so lange komplett alleine. Ich glaube, das wird mir sehr, sehr schwer fallen, weil mir Familie und Freunde sehr, sehr wichtig sind. Auch hier haben wir es wieder, ne? Die Isolation, die ist, die wird wahrscheinlich auch hier wieder so ein, zwei Leute echt packen. Und vor eine riesige Herausforderung nochmal extra stellen, als es sowieso schon ist. Ich brauche die einfach im Hintergrund, wenn es mir schlecht geht. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich ganz gut mit Situationen abfinden kann, die Ruhe bewahren kann. Und solange ich weiß, es wird irgendwann enden, glaube ich, komme ich damit ganz gut zurecht. Ich werde wahrscheinlich sehr, sehr emotional werden und ich werde wahrscheinlich auch weinen. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich meine Periode bekomme. Wo ich glaube, wo echt meine Schwierigkeiten sind, ist entweder, wenn die Tiere angreifen oder wenn ich in eine Situation komme, die ich nicht einschätzen kann. Also wo ich mich dann zum Beispiel verletze und dann halt nicht einschätzen kann, wie schlimm ist das jetzt? Ist es jetzt wirklich gefährlich oder ist es jetzt etwas, wo man sagen kann, okay, komm, warten wir. Weil das Letzte, was ich halt möchte, ist irgendwie langfristige Schäden davon. Ja, ist doch richtig. Da hatten wir auch in der ersten Staffel, ich weiß das gar nicht, war das schon ersten oder sogar zweiten Tag? Da musste einer abgeholt werden. Mir fällt gerade der Name schon wieder nicht ein. Das ist natürlich klar. Jetzt so direkt in der Reaction fehlen mir natürlich wieder die Namen von den Leuten. Der aber auch, glaube ich, wusste, wie schlimm es werden kann, weil er, glaube ich, irgendwie so aus dem Rettungsdienstbereich kam, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist auch schon wieder ein paar Monate her, dass man Seven Worlds Wild gesehen hat. Der hatte eine Platzwunde am Kopf, weil er sich einen Baum auf den Kopf gekriegt hat. Ja, ich glaube, du lässt dich einfach abholen. Natürlich ist es ätzend dafür, dass du sagst, ey, ich bin hier und ich will das packen und so und dann verletze dich und muss dich abholen lassen. Das ist natürlich ätzend. Aber wie sie jetzt auch sagt, lieber bleibende Schäden vermeiden und sagen, ich lasse mich abholen, als denn da irgendwie weiter rumzukrebsen. Vielleicht wirklich auch bei einer Kopfverletzung entzündet sich, keine Ahnung, hast eine Gehirnerschütterung. Man weiß das immer alles nicht. Bei einer Verletzung würde ich mich, glaube ich, auch jederzeit immer gleich rausholen lassen. Außer es ist ein kleiner Schnitt am Finger oder so. Das kann man vielleicht noch kontrollieren, ne? Zu tragen und ja, wie gesagt, wenn ich das halt nicht richtig einschätzen kann, dann könnte es sein, dass ich dadurch sehr, sehr verunsichert werde und dass das vielleicht echt ein Grund ist, wo ich sage, schwierig. Wenn ich in so eine Situation komme, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich in so eine Situation komme, wo ich mich einfach komplett überfordert fühle. Wahrscheinlich wird das relativ am Anfang sein, wo ich dann einfach da ankomme, ausgesetzt werde, dann da irgendwo im Nirgendwo alleine stehe und ja, dann losziehen muss, mir einen Schlafplatz suchen muss, in einer Umgebung, die ich nicht kenne, mit Tieren, die ich nicht kenne. Nicht zu essen, nicht zu trinken. Also dieses so. Und am Ende hat sie einen Alligator als Haustier, den sie liebevoll Kroki nennt und rennt da durch den Dschungel. Auf sich allein gestellt zu sein, dann in dem Moment, wird, glaube ich, relativ schwierig für mich. Natürlich setze ich mich vorher damit schon auseinander und versuche mich dann da hinein zu versetzen. Wie ist es dann? Um dann halt möglichst einfach die Ruhe zu bewahren. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die mir dann zugutekommen wird, dass ich halt ruhig und gelassen bleibe. Aber ich war noch nicht in so einer Situation. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr großen Respekt davor. Also es ist die größte Herausforderung in meinem Leben, einfach weil ich die Umgebung überhaupt nicht kenne und das Klima und die Natur. Genau, dann, was wahrscheinlich noch sehr, sehr schwierig wird, neben dem Aspekt, dass ich halt noch nicht so lange alleine war und selten auch komplett auf mich alleine gestellt bin, ist... Ich glaube, so mit dem Alleine hätte ich erstmal gar nicht so Probleme. Also ich war früher viel alleine. Alleine in einer Einzimmerwohnung gewohnt, im Endeffekt, ja, arbeiten, nach Hause. Da war man irgendwie, es ist ein anderes allein. Natürlich ist es was anderes, dann zu sagen, am Wochenende oder so, mal mit einem Kollegen zu treffen oder so. Ich glaube nachher so dieses wirklich, weil es halt eine komplette Isolation ist. So die ersten ein, zwei Tage geht's, ja, bist halt alleine, bist du von vielleicht auch irgendwo gewohnt, von zu Hause oder so. Aber dann irgendwie so
Dann willst du vielleicht so, ach scheiße, ich habe gar kein Handy. Ich kann jetzt ja gar nicht einen Kollegen anrufen und sagen, wollen wir mal oder wie geht's dir und komm auf ein Bier vorbei, geht alles nicht. Und man hat ja, das hat man bei Survival Martin in der ersten Staffel gesehen, so diese, ich glaube, der hat mit seinem Hund sogar gesprochen, hat er irgendwie erzählt, der gar nicht da war. Also er kam, glaube ich, von Futtersuche und kam nach Hause und hat dann im Endeffekt mit dem Hund gesprochen, so als würde er ihn begrüßen, der gar nicht da war, weil ihm das so sehr gefehlt hat, ne? Und das sind ja Sachen, die habe ich ja im Endeffekt auch. Ich habe auch hier einen Hund, der mich begrüßt und irgendwie, ja, zwei Katzen laufen hier noch rum und so. Ich glaube, das fehlt einem dann schon. Das ist ja eine gewisse tägliche Routine, ne? Dass ich noch nicht so super viel Erfahrung im Survival-Bereich gesammelt habe. Ja, ich war schon viel draußen und ich habe auch schon mal eine Nacht draußen gepennt. Und ja, ich habe mich auch so ein bisschen schon damit auseinandergesetzt. Aber grundsätzlich mache ich das alles noch nicht so lange. Und grundsätzlich ist das für mich alles noch relativ neu. Und ich würde mich auch definitiv noch auf ein Amateur-Level sehen. Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sich gerne auch so ein bisschen überschätzt. Also ich denke immer so, ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Auch jetzt, also ich würde jetzt schon sagen, ja, es ist heftig und ich habe auch krassen Respekt davor. Aber ich würde jetzt grundsätzlich schon mal sagen, ja, mit Vorbereitung kriege ich das hin. Deswegen hoffe ich natürlich nicht, dass ich da irgendwie in eine Situation komme, wo ich mich dann halt falsch einschätze und mich dadurch vielleicht irgendwie in Gefahr bringe. Ja, okay, das war's schon. Jetzt wissen wir, sie hat Bock. Ist halt eher so Outdoor, nicht unbedingt Survival-Bereich tätig, wie man merkt so. Ich kannte Sabrina Outdoor vorher noch nicht und kann jetzt nur sagen, guckt euch das Video ruhig auch nochmal an und guckt trotzdem auf dem Kanal. Ich war da vorhin schon mal so ein bisschen drauf. Scheint recht interessant zu sein. Ich werde da nachher auch mal ein bisschen reingucken. Und ja, ich verlinke euch natürlich wieder das Video und auch Sabrina Outdoor natürlich. Und dann bin ich mal gespannt, was noch mit den nächsten Kandidaten so kommt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dann!